Der Bocholter Nachtwächter muss sich sputen. Sein Weib hat heute Geburtstag und er noch kein Geschenk. Schnell aber wird er fündig, ein hübsches und kostbares Geschmeide soll es sein. Gerade recht für das zarte Handgelenk seines Weibes. Flüssig ist er auch. Und wie? Frisch geprägte Münzen holt er aus seiner Truhe. Gleich 4 Bocholtaler. So nämlich lautet die neue Währung der Geschäfte in Bocholts Innenstadt. Der Taler gilt bei allen Mitgliedsgeschäften der Werbegemeinschaft Bocholt. Dort kann er eingelöst werden, er kann als Geschenk genommen werden oder Sie kaufen selber mit dem Taler ein. Und wenn Sie einkaufen und es ist mal eine krumme Summe, dann wird der Restbetrag auch ausgezahlt. Das liegt immer im Ermessen des Geschäftes. So, das dürfte für den Haussegen beim Nachtwächter reichen. Damit es anderen genauso ergeht, hat er in erlauchter Runde Folgendes zu verkünden. Höret, höret! Hiero sei kundgetan, dass der ehrenwerten Bürgerschaft von Bocholt das hohe Privileg zugesichert sei, von nun fortan eine neue Währung, den Bocholtaler, ihr eigen zu nennen. Ja, den Bocholtaler gibt's jetzt für jedermann. Ja, Bocholt hat jetzt ein neues Gutscheinsystem, zumindest die Geschäfte der Werbegemeinschaft in der Innenstadt. Wir haben jetzt einen Bocholtaler. Der löst die alte Gutscheinkarte ab, die wir leider aus rechtlichen Gründen einstellen mussten. Aber wir haben jetzt eine Münze, einen Taler aus Messing, der ist 10 Euro wert. Und der kann in den Geschäften der Werbegemeinschaft wie ein Gutschein eingelöst werden. Das ist also ein neues Gutscheinsystem. Und bekommen tut man diesen Taler bei der Touristinfo, auf der Nordstraße, bei den Shoppingarkaden, im Infopoint und bei uns beim Stadtmarketing. In den Shopping-Arkanen ist der Taler zwar nicht als Zahlungsmittel vorgesehen, dafür aber den meisten anderen Geschäften in der Innenstadt. Vom Bocholter Unternehmen Spalleck geprägt, gibt's ihn, passend zum Lichtersonntag, am morgigen Samstag. In mobilen Wechselstuben zu einem echt fairen Einführungskurs. Aber an dem Tag werden die Nachtwächter in Bocholt unterwegs sein, den Taler anpreisen nach mittelalterlicher Art. Und es gibt auch eine Sonderaktion, dass man 6 für 5, also 6 Taler für einen Preis von 5 erwerben kann. Das ist quasi so eine Einführungsaktion. Und weil es ein tolles Geschenk ist, haben die Bocholter Nachtwächter eine tolle Idee. Ich werde mit der Gilde der Nachtwächter dann die Bocholter Nachtwächter in Österreich, in Linz vertreten und dann den Bürgermeister dann dort unseren Taler dann vorstellen. Und auch natürlich übergeben. Vielleicht ja löst der Linzer Bürgermeister den Taler auch irgendwann ein.